Wir sind jetzt hier im Bereich der Brenner- und Kesselsteuerungen. Die Industrie wird ja in Zukunft Wasserstoff einsetzen, das ist klar. Wir wollen natürlich die Steuerungen so beschaffen, dass sie von 100% Erdgas auf 100% Wasserstoff einsetzbar sind. Und das ist das, was Sie hier sehen können. Wir haben einen neuen Sensor dafür entwickelt, der auf die bestehende für Erdgas geeignete Regelung angeschlossen werden kann und damit dann für den späteren Betrieb schon vorgerüstet ist. Wenn dann der Wechsel kommt auf Wasserstoff, braucht er nur hier, wo heute die Ionisationselektrode angeschlossen ist, einen Flammenwächter anschließen. Das Ventil müsste auch getauscht werden. Aber das Entscheidende für den Endkunden ist, dass er nicht mehr seine Steuerung austauschen muss. Das ist eine sehr einfache Lösung, die zeigen wir hier und wird derzeit auch von unseren Kunden, also Herstellern von Gaskesseln, so bis 500 kW Leistung bereits eingesetzt. Der Einsatz von Wasserstoff ist nicht nur in Europa ein Thema, sondern weltweit. Und wir sind mit unseren Systemen auch weltweit unterwegs. In große kommerzielle Anwendungen arbeitet man heute üblicherweise mit Vorbaubrennern. Und diese Vorbaubrenner haben natürlich auch eine Steuerung. Und das ist das, was man hier sieht. Es ist die neueste Entwicklung von uns, das LMV6-System. Es besteht eben aus einem kompletten System mit Aktuatoren, Sensoren und eben der Steuerung selbst. Alles Eigenentwicklungen aus unserem Haus, die dann in der Lage sind, sich selbstständig auf die Bedingungen vor Ort anzupassen und entsprechend eine optimale Verbrennung zur Verfügung zu stellen.